Willkommen bei Mama Krabi, wieder mit Games Gone Wild. Nachdem ich gestern so grandios verkackt habe bei Skull Rogue, habe ich mir vorgenommen, mein größter Wunsch ist es, einmal Level 3 zu erreichen. Vielleicht schaffe ich das ja heute in diesem Special. Dieses Video kann also von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Raum 3 will ich erreichen. Mal gucken, wie die Steuerung war. Ich habe das jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Die haben mich schon mal direkt wieder platt. Jetzt habe ich die Steuerung wieder raus. Schlage ich. Ach ja, wenn ich halte, hau ich mehrfach hintereinander. So hau ich die recht gut kaputt. Habe ich leider schon total viel Energie. Starten wir direkt nochmal von vorne. Haben wir schon mal ein bisschen was kaputt, um zu gucken, was es da noch so gibt. Den haben wir auch wieder. Nein, da haben sie mich bekommen. Ich schlag zu langsam. Erste Welle kriege ich schon mal doch nicht gut hin. Okay. Bisschen was kaputt hauen. Komm schön hintereinander. Erstmal schnell wieder hier zukommen lassen, aber zurücklaufen. War schon mal gar nicht schlecht. Den hier runterhauen. Auf Lauf. Die auch. Nicht viele. Werfen. Leider nur einen getroffen. Wieder im Rückwärtslauf. Ein bisschen schlagen. Schwert haben. Damit mache ich 27 Schaden. Nein, nein, nein. Okay. Wieder besser. Ah, da war die Kiste im Weg, das war doof. Level. Wie ihr seht, habe ich auch leider im letzten Mal nicht weitergespielt, sonst wäre ich ja schon vielleicht in einem Level. Da waren wieder drei auf einen Haufen. Einmal jetzt konzentrieren. So, da kommen schon die ersten beiden, die sind zu nah ineinander. Laufen und schlagen. Das eine kaputt geht, zwei geht kaputt. Gut. Schnell Waffe greifen. Ah, den dritten hat es nicht getroffen. Oh.
Ja, kann gut sein, dass das Video dann doch mehrere Stunden dauern wird. Schwert will ich haben, hab's nicht gekriegt, schade. Das andere Schwert. Schwert. Zu laufen. Treffen lassen. Bisschen laufen. Die so schön hinterherlaufen, ist das alles ganz super. Da oben schon mal hängen geblieben, ganz doof. Jetzt laufen und schlagen, nicht hängen bleiben. Dass hier irgendwo ein Trank ist. Werfen, hat gut getroffen. Denn da zerlegt. So, die Taktik wird besser. Den schnell kaputt hauen. Den auch. Ein Schwert aussammeln. Laufen. Kurz einer. Jetzt kommen die hinterher, das ist gut. Jetzt kann ich rückwärts laufen. Ein bisschen schlagen. Wieder einer, der nächste. Das Schwert ist kacke, das macht nämlich 16 Schaden. Das Geriffelte will ich haben. Das da. Er war schneller als ich. Bisschen rückwärts laufen. Den herauskämpfen. Kurz den Trank hier holen. Gleich noch zu mir. Ich bin wieder voll aufgeladen. Lang zum nächsten Raum. Schaden. Nächster Raum. Ich habe mir noch recht viele Bomben aufgespart, das ist ganz gut. Okay. Eltranko. Da sind Spinnennetze, da werde ich langsamer. Gut. Da unten unterwegs machen wir Kisten kaputt in der Hoffnung auf Tränke. Okay. Sich jetzt von hinten anschleichen. Und ich hab's geschafft. Ich bin in Raum 3. Du wurde doch kürzer, als ich dachte. Das ist doch super. Den Raum 3 spiele ich jetzt auch noch zu Ende. Hoffe ich. Und dann gucken wir mal. So, jetzt mal ein paar Kisten kaputt hauen. Bisschen Leben sammeln. Den hab ich. Das Level. Auch. Da oben kommt einer. Den hab ich schnell und gut getroffen. Ja, wenn man da einmal nicht richtig aufpasst.
nachvollziehen. So. Lass mal gucken, dass sie mir wieder schön hinterherlaufen. Ah, in die Ecke. Okay, gut vorbei. Jetzt wieder ein dem an. Das Level. Ah, da hat es mich zerlegt. Ich habe es in Raum 3 geschafft und damit würde ich sagen, habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann sehen wir uns morgen wieder ganz normal mit einer normalen Folge von Games Gone Wild. Bis dahin.